Feuer in der Turnhalle der Stadtteilschule Finkenwerder. Ein Fußgänger hatte offenbar gegen 4 Uhr heute Morgen das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die etwa 30 x 50 Meter große Halle bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten ist das Dach der Turnhalle abgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Ein technischer Defekt könnte der Auslöser sein. Das ist nicht der erste Brand in dieser Stadtteilschule. Im Juli vergangenen Jahres gab es hier schon mal eine Explosion. Damals sind Teile des Verwaltungsgebäudes zerstört worden. Eine defekte Gasleitung hatte das Feuer verursacht.